Ja, dann lassen Sie uns beginnen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DFB-Pokalspiel unserer SV Elversberg gegen die Gäste von Bayern 04 Leverkusen. Ich begrüße natürlich Sie, liebe Medienvertreter, ganz besonders, aber auch unsere beiden Hauptakteure, nämlich den Cheftrainer unserer Gäste, Gerardo Seoane. Herzlich willkommen. Hallo. Und natürlich auch unseren Cheftrainer Horst Steffen. Wie immer geht das erste Wort an den Gästetrainer. Sie haben das Wort, bitteschön. Ja, hallo. Zuerst Glückwunsch an Horst und seinem Team für den Sieg heute. Wir sind enttäuscht, nicht nur über das Resultat, sondern auch über die gesamte Leistung des heutigen Tages. Wir waren von Anfang an nicht wachsam genug, nicht kernig genug in unserem Spiel, sehr fehlerhaft mit dem Ball. Und was vor allem heute uns gar nicht gelungen ist, ist die Räume eng zu halten. Wir gaben sowohl zwischen den Linien wie hinter der Kette immer wieder zu viele Räume, welche sie sehr gut genutzt haben. Wir konnten nur kurzweilig aufblitzen lassen, zu was wir offensiv auch möglich sind. Aber über das ganze Spiel geht der Sieg absolut in Ordnung, vor allem weil wir im Verbund nicht gut verteidigt haben und offensiv es nicht geschafft haben, genug Tempo zu machen, um aus gewissen Situationen mehr Vorteil zu holen. Darum Glückwunsch und schade. Gerardo Seoane, vielen herzlichen Dank. Horst, wie sieht dein Fazit aus? Dankeschön, Gerardo, erstmal. Ja, ich bin natürlich überglücklich über den Sieg und auch über die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind. Heute, das hat dem entsprochen, was ich gehofft habe, dass es heute möglich ist. Aber ja, dementsprechend ist das Fazit sehr positiv. Wir hatten wirklich ein gutes Spiel, haben wirklich auch überwiegend kompakt verteidigt. Zwischenzeitlich, gerade erste Halbzeit, haben wir ein paar Räume gelassen, wo es dann einfach schwer war, das zu verteidigen. Da hatten wir dann eben Glück, dass ein paar Chancen nicht reingingen. Zweite Halbzeit, hatte ich eher das Gefühl, dass wir noch ein bisschen mehr Chancen hatten als Leverkusen. Aber du musst immer auf der Hut sein. Und deshalb habe ich mich auch nicht riesig gefreut nach dem 4-2, sondern ein bisschen, weil ich immer wusste, dass das auch jederzeit so sein kann, wenn wir die Konzentration verlieren, dass Leverkusen dann zurückschlägt und diese Power dann nochmal hat, das Spiel dann zu drehen. Ich bin überglücklich über diese mannschaftlich geschlossene Leistung, die wir gebracht haben, über eben auch viele Angriffe, die wir gut gemacht haben, nach vorne uns gut entwickelt haben. Insofern Riesenkompliment an die Jungs, die da mächtig geliefert haben, heute ein Riesenspiel gemacht haben. Das ist was ganz Besonderes für den ganzen Club. Und dementsprechend freue ich mich, dass das uns gelungen ist heute. Und ja, kann von mir aus gerne auch so weitergehen. Ich danke Ihnen. Horst, danke schön für deinen Beitrag. Ja, Sie dürfen gerne Fragen stellen. Mikrofon liegt bereit. Bitte schön. Ergebnis letztendlich von diesem Spiel, wo Sie doch am Freitag noch gefordert haben, dass alle auf dem Punkt da zu sein haben? Also das Ergebnis ganz klar durch die schlechte Leistung zu erklären. Punkt. Man hat nicht gut gespielt, weder defensiv noch offensiv. Ich glaube, diese Vorschusslorbeeren, die bekommen wir oft auch von außen. Ja, wir geben unser Bestes in der täglichen Arbeit. Ich glaube, wir haben eine gute Entwicklung in der Mannschaft gesehen, aber wir haben auch im letzten Jahr immer wieder auch schlechte Tage oder schlechtere Tage gesehen und heute waren wir in allen Belangen ungenügend zu bewerten und ja, das Dumme ist, dass es einen Pokaltag ist, wo du das dir nicht leisten kannst und wir hatten einfach von Anfang an Schwierigkeiten, sowohl mit Ball, ohne Ball, mit dem ganzen Spiel, wie sich das entwickelt hat, waren wir nicht auf der Höhe. Weitere Fragen, ja. Wenn nicht in die Tiefe gehen, aber ein Saisonziel ist jetzt weg. Wie werden Sie damit umgehen und was kann das mit einer Mannschaft machen? Ja, ich würde sagen, das Ziel, die Runde zu bestehen, ist weg. Das war ja das, was wir gestern besprochen haben. Ja, das gilt jetzt sehr genau aufzuarbeiten, zwar im Staff, aber auch mit der Mannschaft, auch im Team. Ein bisschen Ursachenforschung machen auch, wieso wir ja, sowohl mental wie auch physisch nicht auf der Höhe waren. Und natürlich sofort versuchen, einen Einfluss zu nehmen über sowohl Ansprache wie auch Training, personelle Situation, Aufstellung, alle Möglichkeiten überprüfen. Wir werden sicherlich nicht alles jetzt auf den Kopf werfen, weil wir
einen rabenschwarzen Tag eingezogen haben. Ich glaube, wenn ich zurückblicke, haben wir sehr viele gute Spiele gesehen von diesem Team und heute war es ein sehr schlechtes. Auch von mir eine Frage an Seoane. Sie haben ja gestern darüber gesprochen, über Erfahrungen und Lernen. Man hat heute den Eindruck gehabt, die Mannschaft hat alles verlernt, was so in so K.O.-Spielen gefordert ist. Ja, das hat, gebe ich dir im gewissen Sinne auch ein bisschen recht, dass das den Eindruck gemacht hat, weil wir eigentlich vom ersten Duell nicht ganz präsent waren, oft einen Schritt zu spät, auch sag jetzt mal, mit dem Ball unser zielstrebiges, vertikales Spiel sehr selten einsetzen konnten, sehr viele Fehler. Das erste Spiel der Saison hat immer eine gewisse Gefahr, das sagen wir ja immer. Man weiß irgendwo nicht ganz, wo man steht. Der Gegner hat vielleicht schon das ein oder andere Spiel mehr in den Beinen. Pokalgesetze kennen wir. Und so lasse ich mir das erklären. Und ja, das ist sicher ein wichtiger Punkt, den wir mit diesen jungen Spielern ansprechen müssen, dass man am Tag X einfach gewisse Tugenden an mindestens ein Mindestlevel an den Tag bringen muss. Gehakt, dann nochmal mit so einer Abwehrleistung wird es natürlich auch sehr schwer, nächsten Samstag in Dortmund zu bestehen. Das ist, da braucht man kein Prophet sein. Ja, aber wenn du viele Tore bekommst, dann hat die ganze Mannschaft nicht gut verteidigt. Wir hatten zu viele Räume zwischen den Linien. Dem Gegner ist es relativ nicht einfach, aber ist es gelungen, sehr schnell vertikal zu spielen in die Zwischenräume. Da waren wir zu weit weg und das haben sie dann gut umgesetzt, immer wieder die Tiefe angegriffen. Das haben wir heute schlecht verteidigt. Ja. Zwei Personalfragen. Sie haben Odilon Kosunu den Vorzug vor Jonathan Tah gegeben. Was war da der Hintergrund? Und Sie haben Sardar Azmoun zur Halbzeit rausgenommen. Hatte das besondere Gründe? Weil ich fand ihn eigentlich ziemlich ansprechend von der Leistung. Bei Jonathan ist es so, dass er das letzte vom Urlaub zurückgekehrt ist, dass er von den ganzen Innenverteidiger, einen gewissen Trainingsrückstand hat und dass das einen Einfluss gehabt hat an die Aufstellung und Odilon und Eddie das sehr gut gemacht haben. Und durch die Auswechslung von Sardar wollten wir das Mittelfeld ein bisschen verstärken, weil wir zu viele Räume offenbart haben und Sardar praktisch als zweiter Stürmer die ganze Zeit agiert hat und das Mittelfeld ganz offen war. Es war ein taktischer Wechsel. Gibt es noch weitere Fragen? Ja. Frage an Herrn Steffen. Ich weiß zwar, dass nach Pause gespielt wird, trotzdem bin ich der Meinung, dass ihr in der Pause das Spiel mit Großteil gewonnen habt, weil, begründet das auch, ihr in der zweiten Halbzeit euch nicht beeindrucken lassen. Es war ja klar, jetzt kommen internationale Kräfte, es wird mehr offensiv gespielt, aber ihr habt die nicht gar nicht ins Spiel kommen lassen. Kann man das so nachvollziehen, dass das dann auch eine Leistung war der Ansprache in der Halbzeit? Ja, weiß ich nicht. Manchmal klingt das so, das könnte ich mir jetzt anschreiben, dass es gut gelungen ist, in der Halbzeit die Jungs zu besprechen. Keine Ahnung. Also die Jungs waren schon gut im Spiel die ganze Zeit und haben einfach durch die erste Halbzeit gemerkt, ey, ist es wirklich was drin, dass wir das erreichen können. Wir wussten, dass wir richtig Widerstände überwinden müssen, dass wir wirklich uns quälen müssen auf dem Feld. Die Jungs haben das getan und mit jedem Angriff, den wir dann nach vorne entwickeln konnten, war das Gefühl da, ach, wir können sogar noch mehr erreichen. Und das hat uns dann gut getan. Und wie gesagt, ob die Ansprache jetzt so gut war, dass es in der zweiten Halbzeit noch besser war, weiß ich nicht. Wir haben allgemein einfach ein super Spiel gemacht und die Jungs haben echt geliefert und sich richtig reingehauen und angeboten, auch in Ballbesitz einfach immer wieder gute Räume gefunden, um sich durchzuspielen. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh und diese Mentalität, die wir da haben, selbstbewusst aufzutreten, die darf jetzt auch bei Rückschlägen anhalten und dauerhaft da sein, weil wir dann schon auch gute Spieler haben, die das können und ich glaube, dieser Start in die Saison tut uns allen ganz gut. Gibt es noch Fragen? Nein, das ist nicht der Fall. Dann darf ich Ihnen recht herzlichen Dank sagen für den Besuch bei der Pressekonferenz, insbesondere natürlich auch dem Gästetrainer und Horst. Dir nochmal vielen Dank an Sie alle. Einen guten Nachhauseweg. Kommen Sie gesund nach Hause, bleiben Sie gesund und bis dahin. Tschüss.